Also, willkommen beim Spieleversum-Erklärvideo für Natives und hinterher gibt es ein kleines Let's Play. Meine Damen und meine Herren sitzen nachher da und sagen euch, wie das dann auch wirklich gespielt wird, nicht nur die Regelerklärung von mir. So, prinzipiell schaut es so aus, wir sind dabei, einen Indianerstamm aufzubauen. Es gibt 4 Spielerfarben. Wir legen unsere Karten hier auf. Wir sehen 1, 2, 3, 4 bis hinauf zum 7. Es werden 5 Karten in der Mitte aufgedeckt. Diese 5 Karten sind unser Stapel, die liegen in der Prärie. Aus der Prärie können wir dementsprechend hinterher Karten ziehen. Wenn ich am Zug bin, passiert jetzt Folgendes. Ich ziehe vom Nachziehstapel eine Karte, die kommt in die Prärie. Danach darf ich, muss ich aber nicht, den Kundschafter ausspielen. Kundschafter, steht auch Kundschafter drauf. Besitze ich einen Kundschafter, darf ich eine weitere Karte in die Prärie legen. So füllt sich unsere Prärie auf. Danach darf ich einen weiteren Indianer spielen. Welchen Indianer haben wir denn? Zum Beispiel einen Ältesten. Was kann unser Ältester? Der Älteste schaut, dass unser Stamm wächst und neue Indianer bringt. Es liegen hier Indianer auf. Gibt es zum Beispiel eben schick Indianer, ganz zufälligerweise in meiner Spielerfarbe, also in Orange. Ich wirb diesen Indianer an und bestimme jetzt, also wie gesagt, ein Ältester kann einen Indianer anwirken, bestimme jetzt, was er werden soll. Ich sage jetzt zum Beispiel, er soll Fischer werden. Zum Fischer kommen wir dann gleich. Es gibt weiters dann den Schamanen. Der Schamane kann Totems anwerben. Also die Totems sind dazu da, um am Schluss extra Siegpunkte zu bekommen. Danach gibt es einen Krieger. Klar, welcher Indianerstamm hat keine Krieger? Das muss unbedingt her. Der Krieger kann einfach Gefangene nehmen. Dann haben wir einen Farmer. Was machen Farmer? Im Wilden Westen bauen sie natürlich tatsächlicherweise Mais an. So schaut der Mais aus. Dann gibt es den Fischer. Der Fischer kümmert sich natürlich um den Lachs. Und dann haben wir noch den Jäger. Das Beste, was man kriegen kann als Indianer, ist tatsächlich einen Bison. Bison gut, bringt viele Punkte. Wie gesagt, ich benutze den Ältesten, wirb einen Indianer an, mach ihn zum Fischer. Der nächste Spieler ist an der Reihe. Sprich, eine neue Karte in die Prärie. Dann entscheidet er, ob er den Kundschafter spielen will oder nicht. Kundschafter ist freiwillig. Der blaue Spieler entscheidet sich jetzt dagegen. Er geht auf die Jagd, weil er hat einen Jäger, nimmt sich sein Bison und hat damit seine ersten Punkte erobert. Nächster Spieler, ich spiele jetzt nicht mit, das heißt, nächster Spieler bin wieder ich. Ich entscheide mich jetzt dafür, Fischer zu sein. Als Fischer kann ich hergehen und Lachs holen. Ich habe einen Fischer, ihr erinnert euch, mit dem Ältesten habe ich vorher einen zweiten Fischer in meinen Stamm geholt. Wir sind also zu zweit, wir gehen zu zweit fischen, nicht alleine. Und zu zweit schaffen wir es natürlich auch, zwei Lachs zu holen. Ja. Wunderbar, Lachs kommt oben dran. Euch ist vielleicht vorhin aufgefallen, beim Fischer, ich habe einen Indianer dazugelegt, der ist Fischer geworden und liegt unten dran. Meine Beute, die ich mache, lege ich oben dran. Und so läuft das Spiel, so lange bis uns der Winter einholt. Wenn der Winter hereingebrochen ist, spielen wir noch eine Runde bis zum Startspieler fertig. Der Startspieler wird am Anfang mit dieser Startspielerkarte gekennzeichnet. Runde zu Ende ziehen unsere Siegpunkte. Jetzt habe ich euch noch was ganz was Wichtiges unterschlagen. Ihr dürft natürlich auch Indianer in eurem Stamm haben, die nicht zu eurer Farbe passen. Ich bin ja der Orangenspieler. Hätte ich also einen blauen angeworben, dann bringt mir der tatsächlich jetzt leider bei der Wertung Minuspunkte ein. Ja? Und jeder Spieler, dem dieser Indianer gehört, nämlich in unserem Fall der Blaue, der freut sich richtig einen Ast ab, der sagt, haha, du hast 2 Minuspunkte, ich habe 2 Pluspunkte. Ja? Also man geht dann her, zählt bei dem Indianer alle Punkte, die Punkte sieht man schön da oben, wertet danach seine Totems aus, in dem Fall liegt da das Totem der Weite. Ich kriege für jedes Bison, das ich erlegt habe, tatsächlich nur mal 2 Punkte extra. Bison selbst bringt schon mal 4 Punkte. Das heißt, würde das Totem beim blauen Spieler liegen, freut sich der wirklich und sagt, ich habe ein Bison, bringt 4 Punkte, ich habe das Totem der Weite. Das heißt, das bringt nur mal 2 Punkte. Wir rechnen unsere Punkte zusammen. Seltenerweise hat dann der gewonnen, der die meisten Punkte erarbeitet hat. Und der ist unser großer Indianerführer und wird der Häuptling von Amerika. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Kollegen. Ihr werdet gleich sehen, wie man es tatsächlich spielt. Er ist der Startspieler? Ich bin der Startspieler. Genau. Der große Fürli. So. Große Fürli. So, was tust du? Ich habe da meine Karte aufgedeckt und jetzt suche ich mir eine Karte auf. Also hole ich mir mal meinen Riesen. Da bin ich. Achso, das ist eine steinerne Wölfin hole ich mir und die mache ich jetzt zum Jäger. Erstens musst du Karten aufdecken. Dann mal Karten aufdecken. Jetzt könntest du sofort eine weitere aufdecken, weil du Kundschafter bist. Nein, das passt schon. Ich habe dann so einen Indianer. Das heißt, ich will den Ältesten aktivieren und krieg den Schieferschnabel. So,
Macht man Fischer. Macht man Fischer. Was dann Fischer macht? Nein, einen Jäger. Ich, einen Jäger. Ich mache einen Fisch aus dem Schieferschnabel. Na Fisch. Gibt das ja. Dann bist du mit du dran. Du deckst den Partner. Na, super. Und Lachs, das ja, ist ganz, ausgezeichnet. Das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Es liegt Karten in die Brille. Der ist ja besser als die andere Orange. Ja. Ist das nicht wurscht? Ja, sicher ist das wurscht. Ich nehme den ist doch egal. Ja, genau. Kupf die Katscht. Okay. Fertig? Ja. Ich decke eine Karte aus. Nein, ich verwende jetzt auch meine Kundschaft da. Ich decke nur Karten auf. Und habe natürlich wieder keinen von mir. Mhm. Aber von mir? Ja, habe ich gern gemacht. Trotzdem brauchst du vom Schamanen. Ja, ich hole mir ja eh schon. So, darf ich? Ja, bitte. So, einmal eine Karte aufgedeckt. Oh. Und jetzt werde ich natürlich Fischer. Ja. Und zwar habe ich zwei Fischer Fisch. Und ich werde zweimal einen Lachs. Njam, 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 njam. Es ist ein guter Job. Fischer und Wigmann hast du so, was mache ich noch was? gut, ich nehme mal Spieß und nicht den Jäger. Aber den Jäger habe ich ja. Ja, sagst du, das hast du. Das ist ein Gescheiter, verstehst du? Ja, nein, passt jetzt. Ein bisschen Mais. Das ist sicher nicht gegen mich gerichtet. Ja, ich habe ein Mais, ist immer gut. Ich habe ein Mais. So, ich tue auch. Weil ich Farm aktiviert habe. Ich setze mal die Das ist ja genial. Jetzt hält er sich zwei Fische wieder. Ein Fischchen. Aus dem Punkt, dass der ausmacht. Ja, zum Hunger. Steht er drei um. Hey. Ja, zu ja, viel. Ja, ja, ich habe nicht mehr einen Platz mehr für lauter Fisch. Kann man ja, ein Mais. Geeignet. Du bist ein Kundschaft, oder? Na schau. Ja, jetzt gibt es ja den Beispiel der Ehrlichen, da geht er in Zukunft. Ja, aber das ist ja blöd, der ist ja, ja so ein Schläfer da. Das ist ein Schläfer, das ist ein Kundschaft. Ja, so zwei Punkte. Okay, gut. Schau. Ja, bringt mir alles gar nichts. So, ich will mir jetzt einmal den Totem der Weite. Weiter. Weiter von der Weite. Einen Lachs, wenn wir schon so lange haben. Aber es ist leider nur einer, gell? Ja, aber ich will mir da. Ich hab nur gerade aufdenken, was du bist, gell? Ich will nicht. Und für uns ist die Auswahl. Es reicht. Für uns wäre es eine Auswahl. Das ist mir. Schau, du kennst den Fall. Genau. So, schau her. Jetzt tue ich wieder den Ältesten aktivieren und mir einen Indianer. Das tiefe Tal. Tiefes Tal. Und den tue ich als Farmer. Ne? Wenn du schon tiefes Tal hast. Das tiefe Tal wird der Farmer. Und dann gefarmt. Okay. Wieder gefarmt. So, nächste. Nächste. Eine Karte fix. Und jetzt noch und jetzt bist du zwei weitere Karten auf, wenn du willst. So lauter Lachskarten drin. Ja, ich glaube nämlich. Ich glaube, da haben wir. Da hat ja gescheit mit einem Lachs. Aber ich darf mir jetzt nur nehmen, das Totem kann ich. Sponsored by Nordsee. Okay. Lachs in Tischen. Wenn man das Prinz will, dann muss ich auf den Fisch schauen. Das ist mein Snap. Du bist dran. Ja, okay, ich bin dran. Ich hätte gerne Arbeiter. Nein, kriege ich natürlich nicht. Bison. Ich denke, was man zweite Karten auf, weil ich Kundschafter habe. Ein Lachs. Oh, wie schön. Ich hätte doch einen Fischer machen sollen. Ja. Was da Lachs immer schön mal nehmen, sind gut fruchtbar. Ich will mir einfach nochmal einen Bison. Flussdelta. Ja. Und so weiter. Darf ich? Bitte. Ach, wieder keiner. Aber wieder ich will mir zwei Lachse nehmen. Gell? Oder ist dein Alter auch nicht? Nein, ich will einen Lachs haben. Da waren ja schon so viele Anschwellen. Der hat vorgesehen, der tut ja wie Rosa zuerst zusammen. Ja, also, Lachs ist das neue Rosa. So, bitte, du. Vorhergehenden Spiel, da vorgewochen hat der Land der Hose nicht. Das ist die Uhr. Lachse-Phase. Das ist die Fisch-Edition. Ja. Lachs-Edition. Vorgewochen hat er sich Land der. Das ist meiner. Hey, nimm den gefangen. Nein, das tust du nicht. Aber locker. Ich hätte den gern. Nimm ihn gefangen. Sitz. Nein, der war im Krieger. Sitz am Fest. Was hat ihr gemeint? Das ist viel gewesen. Ich meine, ich weiß ja nicht. Warte, jetzt kommt da noch x Runden, aber auch so ein Pürsen von mir, danke. Hab ich gern gemacht. Ja, ich merk's. Da, ein roter? Ja, ist die falsche Farbe. Das ist mein richtiger. So, den hol ich mir jetzt. So. So. Was ist noch? Da liegt so viel Mais. Das, der funkelnde Stern wird jetzt aus Farmer. Okay, was ist der Farmer? Hm? Nein, du hast mein Erster. Wir sind die Fischer und der Farmer. Ich bin der Farmer. Sie hat die Krieger. Und ich sage Fighter. Da werde ich gar nichts recht. Aber Fighter. Fighter. Totem. Aber jetzt, was mache ich? Ich werde die Farmer aktivieren. Totem ist das. Du hast auch schon einen zweiten Farmer. Ja, natürlich.
Mein Gott, nein, heißt, meine Siedlung, die hat Hunger. Ja, noch mehr. Mein Stamm. Zuerst mal gerade nachdenken, gell? Ja, warte, ich muss mir jetzt überlegen, aber nicht. Da liegt nur eins, das ich brauche, was ich nehmen kann. Das andere nehme ich nicht. Ja, ich weiß es, aber das nehme ich nicht. Also geht einmal los. Da haben wir den gleichen Salat. Den kannst du wieder fangen. Nein. Bei Krieger kannst du. Nein, den willst du nicht holen. Krieger kann man nehmen. Krieger kann man nehmen, was man will. Klaus, du bist gemein. Okay, du bist dran. Das ist ein doofes Spiel, habe ich schon gesagt. Das ist nur mal Grete von dir spielen. Das ist jetzt so bescheiden für mich gerade. Ja, den hole ich mir, bevor da wieder der klar wird. Was tust du denn? Der listige Lux kommt zu mir. Das sind lauter Rode. Ja, das so, kann man gefangen nehmen. Und der listige, wer ist eigentlich? Von euch? Niemand. Das ist ja noch veröd eigentlich. Ja, aber das ist halt dabei. Also, du kannst das ja gefangen nehmen. Sollen die Trostepunkte? Natürlich, weil Gefangene. So, dann kommt jetzt halt die Gefangene zählen immer. Du kannst ruhig rot gefangen nehmen. Ich werde jetzt halt eine lautere Eichelfigur. Rot kannst du nehmen. Ich bin der Gelb und er ist im Prinzip. Oh! Also dadurch. Ja, komm, lass ihn liegen. Nein? Wieso nicht? Du kannst dir deine Mais holen. Ja, aber ich nehme den gefangen. Das nein, du davon. Nimmst ihn nicht gefangen. Sicher, das sind zwei Punkte. Warte mal. Ich glaube, ich werde den wachsamen Raben zum Krieger machen. Das ist gut. Das sind zwar Minuspunkte für dich. Das ist aber Minuspunkt, weil es nicht der Form ist. Ich habe Pluspunkte. Bitte, mach ihn zum Krieger. Wieso? Das ist aber nicht so gefangen. Genau, so muss ich machen. Das so. Hat ja auch so viel gefangen. Also gefangen muss. Da ist aber kein Krieger. Das wird dran einfach um. Du machst ihn zum Krieger. Ach so. Zum Krieger kannst du nur deine Farbe machen. Nein, du kannst schon den Krieger machen. Ja, sein Vorbild. Nein, du kannst auch meinen. Ich habe jetzt verwirren lassen, vielleicht zwar. Ja, passt. Ich habe mich verwirren lassen. Den wollte ich denken, das ist ja auch nicht mehr Farbe. Nein, der da. Formblind. Ja, da ist er. Den wo sagst du das her? Den hätte er nie gefunden. Das war dein Farbe. Das ist mein Farbe, da denken wir. Das ist doch mein Farbe. Okay, dann sprudelnde Quelle wird Krieger. Da wird der neue Krieger dazu. Dann Fische werden zwei. Gell? Macht er noch Fische. Nein, es wird sprudelnde Quelle wird zum Krieger. Kannst du zum Jäger auch machen, dann kannst du nur Bison machen. So, das hat eine schöne Krone. Ja, fest. Der wird gut. Zum Krieger. Die werden wir da was heben. Einmal einer voller Fälle. Genau, heben wir mal was. Das finde ich schon gut. Wenn du kein Bier hast, hebst du da Karten. Ja, darfst. Und darfst aber nur heben, was du willst. So, und jetzt machen wir nur eins. Ja, ich nehme drei. Das gibt es doch gar nicht. So, Marian, Josef. Ich mache jetzt da dann noch einen Kundschafter draus. Nur einen? Nur einen? Ja. Du wirst es aber wissen, ne? Du wirst es wissen. Der wird halber den Stapel aufdicken. Ich mache einen Ältesten. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist ja auch cool, was? Ich mache, glaube ich. Da darfst du nicht gerade immer zwei ansetzen. Genau. Ne? Ich nehme einen Ältesten draus und der hat mir leider. Aber der Farmer war nicht schlecht. Also aber jetzt hole ich mal den wachsamen Raben. Den hätten wir es eigentlich nehmen sollen. Ja, ja, nichts da. Der wachsame Rabe, der wird jetzt. Das Coole ist ja das, wenn man dann die Karten so richtig weiß, was du tun kannst damit. Finde ich ja schon super. Ja, weil man, so wie du, schon ziemlich viel bei den Fischen hast. Ja, der ist eigentlich dick. Das ist die Fische, die schon. Genau, das sind wir viel Punkte. Boost, viel Punkte. Das habe ich vorher schon gewusst. So, der wachsame Rabe wird ein Farmer. Das ich habe es einmal gehabt beim Bison. Habe ich einmal so viel Bison gehabt. Das war Bison nicht ja, war einmal klasse. Wie gibt's noch? Wie kennt man das aus, von außen? Ja, gar nicht. Das ist ja das Blöde. Weiter. Also, schwarzer Kiesel. Was? Der schwarze Kiesel. Den kannst du gefangen nehmen. So, genau, das haben wir erwähnt bei den Nomaden ein bisschen den da. Den kannst du gefangen nehmen. Die zwei nehmen wir mit gefangen. Ich traf dann um, die werden nicht kriegen, die sind dann. Das sind ein glimmendes Feuer und ein schwarzer Kiesel. Die rennen wir einfach zu ihm an. Ja, dann passt die. Die haben wir einfach ein bisschen gefangen nehmen. Genau, ja, kannst du auch zusammenstarten. Das sind die Stürme irgendwie. Nein. Die dann Fisch essen. Bin ich. Das mag ich gar nicht. Nein, so, warte. Bitte. Weg damit. Fische müssen. Die kosten erst ein zwei, gell? Wie das will? Aber du bist der gescheite Farmer. Ich hab keinen Bremen gehalten. Also, die Kundschafter darf ja sowieso mehr Karten anheben. Ja, okay, wo? Allein der Fall. Ja, ich will mal. Ich war, du. Also, ich war, du erste Karten bist zum Beispiel. Der Fall sowieso. Ein Bison. Und dann darf ich ja, wenn sie es noch einmal abheben. Ja. Schauen wir sie auch noch an.
Falsche Farbe. Wieso ist das eine falsche Farbe? Nein, dann mache ich. Die ist nicht sympathisch. Einmal darf es noch. Dann im Mädchen da machen, dann kann ich. Das ist Karma. Eine falsche Farbe. Das ist eine falsche Farbe. Jetzt nur, du musst das aufpassen. Das ist so oft immer. Da wirst du schon ganz schwindelig vor. Da schaut der Kinder jetzt den türkisen Fangen nehmen. Der tust nicht. Ja, aber sowas von, der ist so schön. Nein, den brauche ich nicht. Ich nehme mir das Biss. Nein, ich kann mir den ja machen als du kannst du Farmer. Ja, genau. Soll ich deine Wigwam greifen? Nein. Nein. Was sind denn da für Ausdrücke? So kann ich nicht. Ich will deine Wigwam greifen. Ich will deine Wigwam greifen. Also da, Kinder. So, darf ich auch mit dran sein? Ja, nachher dann. Wenn du hilfst, ist es okay. So, entweder hole ich mir den Mais. Den Mais habe ich nicht einen, dort einen Farmer dazu. Das sind zwei. Ich habe drei Indianer da raus. Ja. Und du hast nur einen ältesten. Du hast, wie viele Mais-Typen, also Mais-Typen hast du? Zwei. Er hat zwei. Du hast auch zwei. Ja. Du hast drei. Wo ist denn der Mais? Da liegt eins, drei. Zwei. Also zwei hast du. Ich habe drei, ja. Mhm. Nur süß und jetzt sieht es schön aus. Mit deinem unseren Mais, oder? Mit deinem. Ich also, da nicht irgendwelche Nahrungsknappheit. Hast du nicht so viel redet dabei? Bitte. Entschuldigung, dann kriegen ja. Wir heute nichts. Nein, passt. Weil du eh Pole Position sitzt. Schau, der nächste Indianer. Dann nimmst du den Mais wahrscheinlich. Magst du gleich den Mais hoch? Ja, ich kann mich nicht da einnehmen. Also zwei. Nein, ich warte jetzt auch nicht mehr. Na schon, das ist sofort. Etschi Petschi. Erklär dir nichts, ist gescheit. Du darfst nicht so viel reden. Der böse Stand der Türkisen hat dir das Gefühl. Bist du Fini? Ich bin nur Finnisch. Okay, einmal. Oh Gott. Die hebt schon. Zweimal. Und ich darf noch einmal. Töpfchen. Für jeden Krieger bestimmt. Okay. Dann nehme ich mir, ich habe da zwei, dann nehme ich mir die zwei Bissen. Schau das an, das aber jetzt. Bevor du da. Na, ich gar nicht, ich habe keinen Jäger. Ein Totemer. Hast du eigentlich noch nicht geschaut, dass du da was schaffst? Ja, ich hab. Das sind viele Punkte, das ist mir klar. Die muss man auch machen. Was liegt jetzt da? Der Rot, der Rot-Orange braucht es selber. Ich hole mir den Ältesten wieder einen neuen Mitarbeiter. Mach einmal einen. Der neue Mitarbeiter wird. Von mir. Und dann. Der neue Mitarbeiter kostet nur einen Punkt. Das wieder schon Krieger machen. Sind da wirklich, weiß nicht. Eure und so weiter, wenn du mehr Krieger hast, kannst du ja so viel gefangen. Schon wieder Bisus, das ist so Blödsinn. Welche seltsame Rasse? Für jeden Schamanen, für jeden Kundschafter, für jeden Krieger. Kundschafter hast du aber erst den Ohren. Zwei Krieger habe ich. Du musst ja da mal. Na, warte mal. Da kannst du ja einen Kundschafter machen. Ich will keinen Kundschafter machen. Was machen wir nur? Dasselbe wie jeden Abend. Genau. Die Weltherrschaft. So, ich da jetzt. Da brauche ich noch einen. Ich bin kein Geld. Zwei Krieger hätte ich noch. Ob ich die dritte noch einen Punkt. Ist egal. Ja, schon der Backen nämlich. Ja, sicher. Nein. Intrigen schmieden. Wo ist denn mich? So. Setze meine Augen auf, dann sehe ich eh nichts. So, ich muss es genau schauen, ich muss einen Türkisen nehmen. Nein, du musst den nicht nehmen. Ich nehme nämlich den, weil er mich nicht kennt. Der ist ja nur, der war so ein Krieger. Aber der ist zwei Punkte wert dafür. Ich würde gleich schon wieder nehmen. Okay. Du bist schon. Aber ich nehme dir einen Punkt. Keine Privatsphäre wird da irgendwie. Ja, aber so. Ein rastloses Eichhörnchen wird ein zum rastloses Eichhörnchen. Rastloses Eichhörnchen wird zum Schamanen. So blöder Mann. Ja, super. Rastloses Eichhörnchen. Das kann nur Schamanen sein. Bitte. Eindeutig. Na gut. Was du nichts. Jetzt habe ich es nicht auf. Also, einmal. Ein Fischli. Ein Lachs. Einmal. Ui. Ein Falscher. Dreimal. Falscher. Hey, lauter solche nicht. Und jetzt werde ich da was sagen. Nein. Ich hätte jetzt so alles geholfen. Jetzt nehme ich die zwei als Gefangene. Genau. So macht man das. Aber es ist leider voll Wurst, die Käse, weil da immer nur zwei von dem da sind. Aber die auch so gefangen nehmen. So viel Lachs und da so viel Getreide züchten wir ja. Ne? So, ich nehme das. Mal gefangen. Ja. Schau das an. Das gibst du gar nicht. Jetzt habe ich ihn gelernt. Ah, die zwei. Hätte ich auch dazu, gell? Ja.
Der kennt nicht spielen, der kennt nur das Zeug. Dann bist du mit dran. Du hast einen schon zu viel. Du darfst aber nur. Was hast du da? Einen Orangen? Aha, ein Waschbären. Den Waschbären. Aber ich glaube, dass mir das wurscht ist, weil ich tue einfach. Fischen. Nein, weil das einfach drei Punkte sind, wenn ich deine Indianer nehme, das ist ja eine billige Partie mit zwei. Ja, gerne fischen jetzt wirklich sehr. Fischen ist natürlich schon super. Ich vier Punkte gerade vorne mit die gefangen. Ja, und so habe ich sechs. Sie dann war das nicht. Darum hebe ich wieder ab. So. Das sind die Fische. Was kriegst du da? Oh, die richtige Farbe. Zu Glück kommen wir noch einmal. Also, dann machen wir draus noch. Kannst du zwei nehmen? Ja. Ja, den ältesten zusammen. Der älteste. Zwei älteste. Die der zwei leider. Zwei alte. Ich werde noch einen. Sie darf ich das anschaffen. Ich habe einfach viel mehr Junge als ich. Darf weil einfach viel mehr essen habe. Das sagt mir. Das aber öfters anschaffen ist ein blöd. Der Stall ist alt. Dein Stamm ist alt. Ja. Das ist zwei alte. Fini. Was hast du jetzt da? Ich hab da einen Ältesten dazu da und ein Bison. Das darfst du nicht. Das darfst du aber nicht. Wieso? Entweder zwei Typen holen, du kannst die zwei Berufe aktivieren. Gut. Da mache ich es ja so, dann mache ich den Ältesten noch mehr. Du kannst ja zwei. Nur noch zwei anschaffen. Heilige. Ich bin euch die alte Leute. Alle die Waldfee. Anschau, anschau. Da hast du schon ein altes Heim Wippern. Passend. Passend. Der behindertengerecht. Ja, war da bin ich in Jana schon mal Thema. Passend. So, hey, ich sehe gerade, ich habe zwei Totems, die man nehmen kann. Dann holen wir mal das Totem, das Wissen. Das brauche ich auch nicht. Das so brauchst du sicher. Ja, weil wenn ich so wissend bin, wie ich so, jetzt, so bin, dann zeige ich das was. Kundschafter. So ein Ziefer nicht kriegen. Das ist der Stab. Boah, da braucht man nicht essen. Ja, das wird langsam so eng. Zack, zack. Darf ich? Bitte darum. Bitte darum, was du mir so bittest. Falsche Farbe. Kostes. Was da man denn da? Nein, eigentlich nicht. Das Einzige, was ich mache, ist das Gefangene nehmen. Ja, dann hol ich die Roten. Was kannst du die Roten als Gefangene nehmen? Ich will auch nicht die Roten, weil man nämlich die viel mehr taugen. Genau. Weil du mit deinen Ältesten auf einmal hast du mir, ich will dir was der. Tja, schau. Bevor das du bist gegen dich, gell? Du wolltest einer helfen, du hast ja zu oft ins Wippen angegriffen. Wippen angreifen wird gerne. Das wird gehandhabt oder ganz nein, böse. Da werden wir es gleich festsetzen. Die ja. Wippen, ich weiß die Bullen aber tun. Diese Schauer, mitten am Schauer, die wollen. Ja. Jetzt habe ich die Bullen aber gegeben. Da, der neugierige Waschbär, da. Er ist ja die Waschbär geholt. Der heißt Waschbär. Wirklich neugierige Waschbär, der hat ihn ins Wippen geschaut. Das habe ich natürlich festgesetzt. Jetzt tut mir eine blöde Frage, du hast ja nur zwei. Ja, drei Karten habe ich runtergekommen. Der hat nur zwei. Ich ja, aber jetzt wieder so eine und dann noch für den Kundschafter. Eine, der sowieso nicht mehr zwei und genau, das sind es drei. Verzeihung. Ja, jetzt muss ich es mal verteidigen. Nein, das ist aber nicht. So was du jetzt denkst, kommt jetzt einmal da her, oder? Ja, was tust du nicht? Weil der Fischer braucht auch, weil der. Du brauchst keinen Fischer. Ja, wir brauchen keinen Fischer mehr, das hat sich ausgefischt, glaube ich. So, das ich habe nur relativ leer gefischt worden. Okay. Das ist jetzt vorbei. Nein, aber ich brauche da den Bison. Das ist so viele Indianerinnen sind uns umeinander. Weiter, ja. Schon wieder. Ja, da lautet der gute Schau. Scheiß Reh ist gekommen. Ist meins. So, was mache ich da? Das Einzige, was ich machen kann, ist natürlich eine. Kannst du einen Kundschafter mehr machen oder nö? Jetzt habe ich schon wieder drei gekriegt. Schauen wir mal, was er macht. Ein bisschen tut er gar nichts hin, weil kommen ja noch ein bisschen. Ja! Im Endeffekt, das wurscht. Ich nehme das scheue Reh. Ja, genau, wieder das scheue Reh. Weil ich kann deine nicht festsetzen, das bringt mir nicht viel. Ein scheues Reh machen Ältesten draus, dass ich einmal die, was die. Okay. Ja, was das Glück kostet, so wie sie. Gut, daraufhin gehe ich her und darf natürlich wieder mal eine abheben. Und nur eine abheben. Und nur eine abheben. Und eine noch dazu. Das gefällt mir. Jetzt schaue ich, was ich tue. Ich brauche einen Krieger, wenn ich das so sehe. Wenn ich das so sehe, ich habe da einen Krieger. Ja, und Meister wäre gekommen. Und soll ich den Schamanen da draus machen oder ich gehe her und ich darf zwei Karten nehmen. Zwei, nicht zwei. Zwei. Und also das ist schon, das so. Genau. Zwei. Genau. In dem ich nehme den einen Meister, dass ich nicht so geil bin. Nein, das ist gut.
Traf. Das ist gut. Da bin ich dran. Ah, angenehm. Nein. Was ist denn das für ein Lachs? Den willst du nicht kriegen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Weil was ihr die zwei noch jetzt gekriegt, wie ich mich gekriegt habe, bin ich echt mies gewesen. Wow, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, mit den Totems. Ja, die bringen mir eh nichts, aber euch bringen es zum Händen. Was war denn da gestrauben? Lachs und Kundschaft. Der Kundschaft war verschieden. Ah, Lachs. Das will ich so nicht. Ich weiß, den muss man mehr lesen. Ja, wer lesen kann, ist dem Fall. Der hat auch die Intelligenz genommen, ne? Dann. Sieht man gleich die Auswirkungen. Intelligenzkarten und. Ja, und da geht. Und sagen die Lachskarten ist weg. Lesen und nicht so viel reden, so wie wir zwei. So, dazu findet es. Er ist ein Schlitzort, oder? Nein, er ist der Schlitzort. Das ist der. So, dazu mich nicht verwirren. Aber nicht. Nein. Aber es ist ein du hättest meine Karten, könntest du mir auch decken. Es ist ein cooles Spiel. Mir gefällt es schon. Ah, schon wieder einer. Gut, das darf ja gar nicht sein. Weil vom Spiel selber kannst du ja auch gefangen nehmen. Hast du ja, ich weiß sonst nichts. Du rennst um einen anderen, lass ihn auf der Zelt fest. Ja, passt der. Der gehört sowieso dir, der gehört auch dir. Ja, nimm deine Typen einmal. Du hast ja zwei echteste, das weißt du schon, oder? Das hast du mal Zeit. Du kannst dir zwei anschaffen. Du zwei dazu tun. Das war nicht so gut verkehrt. Aber weißt du, was mir mehr gefällt, wenn wir den zwei gefangen nehmen? Schau, den zwei gefangen nehmen. Aber du kannst da vier Punkte machen und dann sogar mehr Stunden machen. Und so ist da vier Punkte und kannst nichts machen. Ach, der tut so viele Sachen. Es ist halt, ja. Es ist ein Rundschiss. Unwahrscheinlich. Nein, da reden wir keinen Plätzchen. Nein, es ist ein er legt so, ich leg jetzt auf. Du hast den noch einen. Ja, eh. Nein, da kommen selbst ein bisschen so viel daher. Okay, also, was du jetzt da? Alter Falter. So viel? Wir halten doch gemischt, bitte. Ja, das ist jetzt die Indianer Edition. Zwei Karten kann ich mir ja nehmen. Das braucht man jetzt einmal einen Krieger ausgerufen. Das müssen wir mit den Kriegern wirken. Ja, ich glaube nicht. Könnte mir daher noch einen... Kriegt das du gemischt. Was hat der Schuldigen? Ich mache mir da noch an. Zack, zack, zack. Ich mache mir da einen Krieger noch draus, glaube ich. Naja, du wirst jetzt drauf. Du hast der vierälteste, Alter, das ja, da noch ein Krieger. Du musst ein bisschen warten. Du kennst jetzt. Wieso hast du nicht so viel Älteste? Ja, weil der Stamm. Wie viel hast du Älteste? Mann. Ich darf aber, glaube ich, noch was tun. Ja, du darfst jetzt nur drei holen. Du darfst ja, nur drei holen. Ich muss jetzt überlegen, was ich mir hole. Ja, die zwei. Den? Ja, da, oder drei holst du. Den. Krieger habe ich jetzt, dass ich mir zwei nehmen könnte. Könnte ich die nehmen, wären vier Punkte. Nein, du nimmst ja keinen Krieger mehr. Du nimmst ja keine Gefangenen mehr. Du nimmst jetzt nur deine Menschen. Ach, ja, was das tust du in die Übung da? Ja. Ich muss lachen. Warte mal, blau hat er. Ich kann mich auf den nehmen. Das ist aber ein Minuspunkt. Genau. Grün ist auch ein Minuspunkt. Nein, das ist kein Minuspunkt für dich, glaube ich. In dem Fall nicht. Nein, nur was die zwei nimmst, soweit ich verstanden habe. Oder? Ja, wie vor bist du richtig? Richtig, weil da verlierst du nämlich du einen Punkt. Weil du den nicht nehmen kannst. Genau, irgendwie sowas. Das ist meiner. Darum ist er da meistens ein Punkt und da sind er zwei Punkte. Genau. Also nehme ich mir die zwei noch und die Frage ist jetzt, wo platziere ich die hin? Beim Fischer? Bei den Schamanen? Du hast so viele Gefangene hier. Du haben wir da. Ich weiß nicht, was die gibt es da zu den Schamanen, ja kommen vielleicht noch welche, oder? Ja, der hat auch wohl Schamanen. Was? Gar nicht wahr. So viele Totems. Zugetotemst. Zugetotemst, fertig? Ja. Aber ich werde da jetzt ein bisschen gefangen nehmen. Oh. So habe ich gedacht. Oder sie deine genommen. Ja, so ist das. Aber vorher hat er gesagt, nein, mach das nicht, du kannst was anderes machen. Das ist ja, das war es immer so. Dasselbe. Nein. Vorher mit der ernsten Miene hat er gesagt, das darfst du nicht machen. Nein. Da waren zwei von dir, die ich mir geholt habe. Und die hast du nicht geholt. Die hast und du dafür sitzt gut. Du hast da zwei Einser geholt von mir. Zack, schon wieder ein. Nein, das sind zwei Farben. Das ist das beste Spiel, wenn ich sage, was da liegt. Ich nehme jetzt dann, wenn da hoffentlich noch was Gescheites dazu kommt, nehmen wir den mal da. Mamma mia. Der hat sich wirklich alle Fisch gebettet. Was ist denn da? Ja, dann nehmen wir die zwei. Gut, dass du jetzt tue das. Was auf sie hörst. Das ist auch das die Weisheit. Auf sie, ich bin die Weisheit da. Okay. Aus dem nächsten Flummenstrahl. Ja, genau. Auf der Leberwasser. So, die zwei Ältesten, das muss ich jetzt irgendwie hinmachen. Was haben wir denn da? Ja, ein Krieger. Die schnelle Zunge. Das ist eindeutig. Das ist wirklich der Krieger, die schnelle Zunge.
Du kannst ja da noch weiter tun. Der Fischer. Der Tulzame Reiter, den nehmen wir zum Krieger, okay. Und die schnelle Zunge. Wo kann man die schnelle Zunge? Das ist ein Blatt. Wenn du mich zum Falschen liegst, hast du mich verloren. Das ist richtig. Wenn du mich zum Falschen liegst, hast du verloren. Das ist entscheidend. Weil er so heißt, dass du nicht das richtig ist. Schnelle Zunge. Was haben wir da? Dann haben wir einen Krieger, einen dritten Krieger. Nee. Das ist ein Blitzspiel. Das ist ein Blitzspiel, schnelle Zunge. So, Linguino jetzt. Ja, da zum Big One. Schnell. Ja, da passt er gut. Eins, da passt er ganz zwei, gut. Drei. Heiliger. Okay, so hast du schon oder entschieden? Was? Ich nehme den. Nein, du nimmst ja nicht mehr. Ja, selbstverständlich. Ich nehme mir den. Ich nehme den zwar weiß. Das ist echt das Schlimmste, weißt du, was ich sage? Ich glaube, ich hätte da. So, du jetzt weiter. Ja, nein, wir sollten das irgendwie schon machen, dass das auch keine Kindersäcke gibt. Das hat jetzt mit dem nichts zu tun. Ach so. Nicht das glaubst du. Ah, du bist dran. Was? Das glaubst du. So, was haben wir da? Lachende Grashalm. Der lachende Grashalm. Lachendes Gras. Das ist wie die Klatschmuhlwiese, gell? Ich werde jetzt die Fotze. Die Klatschmuhlwiese. Nein, vergiss es. Ich kann ja zwei Krieger nehmen. Dann nachher nehme ich da zwei so Krieger. Habe ich schon gesehen. Okay. Ich mache mal Krieger. Der lachende Gras wird ein Krieger. Ja. Ich nehme jetzt da zwei. Ja, man nämlich immer recht. Ja, richtig. Einen Mais. Das ist egal. Das ist ganz super bei dir, weil du nämlich zwei hast. Gut, dass du mich erinnerst. Du bist der Beste. Hauptsache, der nimmt sich keinen da. Was? Das ist dasselbe, das ist dasselbe Punkte. Das ist ja die Ärgste. Nein, das ist das Blödeste, was es gibt. Nein, überhaupt nicht. Du hast den. Lass das da jetzt liegen. Das Blödeste, was es gibt. Ah. Ich wollte mir aber nicht gefallen. Das ist die Mais Edition. Da hat irgendeiner. Ganz gut. So, ich sag's ja jetzt. Ich wollte eigentlich. Du hast mischt. Ja, ich wollte aber Krieger machen. Du hast, weißt du, was mischen heißt? Das heißt nicht sortieren. Mischen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist ja so ein großer Stapel. Der fällt mir eben durcheinander. Weiter. Weil ich. Ja, soll ich mir so kriegen. Schau, da. Ja, wenn man das da schon wieder ein Meister herkommt. Ist gut, ist super. Weißt du, was ich jetzt mache? Das war ein Meister. Ich würde dir gerade sagen, wir haben eine Kundschaft und jetzt wir da einen Mais heben. Was du weh. Ein Bison. Aber dafür? Achso, gut schon. Ah, wir machen es. Ja, sicher, ich meine. Zwei Mais. Na gut, dann fange ich noch einmal an mit drei. Ja, bitte, die kommt drei Karten auf. Ah, super. Das ist die Bison Edition. Super. Du nicht Lachs. Fisch. Der Bison hat. Lass den Bison liegen. Fünf Punkte. Da steht mein Name drauf. Drei. Eingebrannt. Wie viel hast du denn Jäger? Zwei. Ich hab nicht einmal einen Jäger. Ja, ich hab auch einen Jäger. Du hast das versucht. Komm schon, Bison. Ah, ein Fisch. Aber der ist 5 Punkte wert, der Heini. Micha, der Bison. Ja, aber ein Kind hat man. Ja, der ist für mich viel wert. Ja, sicher. Also, zur Zeit, was liegt das am meisten? So, darf ich? Ich hab nämlich da nur die Reiter und der Ferner. Oh, Mamma mia, ich hab 2 Fische. Mamma mia. Wie viele Fische hast du denn? 2, leider nur 2. Das ist gut, wenn du nur 2 hast. Dann bleibt nur einer über für mich. Nee. Für 2 brauchen da 2 und ist. So, Bison gibt wieder so auf. Jetzt geht's wieder weiter. Na? Ja, lieber Freund. Ah, jetzt sind wir. So, dann so, lieber Freund. Ich habe da noch 2. Ich werde mir diese 2 Fische noch nehmen. Du bist Startspieler gewesen, du darfst nur, dann sind nur wir 2 dran. Und ja, dann kommen wir. Wir konnten jetzt nur dran auf den Winter. Das sind 6 Punkte. Ja, du bist noch dran und ich bin noch dran. Ah, mir ist fertig. Du wirst die 2 nehmen als Gefangene. Ja, was anderes müssen wir nicht mehr überbleiben. Oder du kannst dir die 2 nehmen. Das sind über deine. Über drei. Das sind sogar deine. Das sind Punkte für die nimmst du. Also du bist ja falsch, bist ja. Ja, ist falsch, ja. Ja, das ist die falsche Seite. Gut. So, dann du noch rette. Ja, nimm die gefangen. Und dann auch fröhliches sind die Gefangenen. Musst du noch hin, oder? Nein, nichts mehr. Okay, Ende aus. Okay, dann tanzen wir. Ist okay. Wer hat gewonnen? Ja, 75. 75, danke. Gratuliere, am Anfang. Ja, super. Sicher. Weißt du, es ist schon super, wenn du
Wie findest du das Spiel jetzt, ganz ehrlich? Das gefällt mir relativ schon gut. Es ist recht flüssig zum Spielen. Genau. Es ist ganz witzig gemacht. Wiederum, da haben wir die Formen, da haben wir die Symbole. Witzig sind natürlich die Namen von diesen Indianern. Wenn man das ein bisschen dazu plaudert, auch klar. Natürlich witzig und geht relativ rasch, kann man schnell lernen. Genau. Finde in Ordnung, so ein schönes Spiel. Hat man nur die sieben Karten? Das ist nicht kompliziert, man kann immer ein bisschen den anderen irgendwas und da anfangen sie nicht zu leisten und zumindest ein bisschen behindern. Ja. Nein, nicht gesagt. Okay. Aber es ist angenehm zum Spielen. Wie gefällt es dir? Ja, es ist ein nettes Spiel, aber man kann wirklich planen, weil es glücksabhängig ist. Natürlich, ja. Es ist ein super glücksabhängig. Es ist eigentlich mehr ein Gauspiel, finde ich. Also es ist kein, ein Strategiespiel ist nicht, weil du, wie du zum Beispiel gemacht hast, du hast da gleich die Fische gleich geholt. Ich war bei den Fisch gut. Dann hast du halt die erste Runde viel Fische und dann nie wieder. Ja, hat er natürlich viel Punkte gehabt. Genau. Weil du genau wie zu kommen sagst, nein, es ist so ein nettes, unterhaltsames, flottes Spiel. Aber ist jetzt auch, kein. Also, ist jetzt nichts Anspruchsvolles. Es ist auch ein nettes Zwischendurchspiel. Ein jeder kann spielen. Genau, ist ein No-Brainer. Dein im Prinzip, sobald du das lesen kannst und siehst mit die Farben, welche Farben dir zugehören. Hey, brauchen Taschenrechner. Aha. Nein, du brauchst keinen Taschenrechner jetzt. Ich kann das nicht rechnen. Du mir. Darf ein Krieger einen gefangen nehmen? Ja, bei jeder Krieger. Nur jeder. Wenn du einen Krieger hast, hast du einen angefangen. Hey, dann habe ich ja falsch gespielt. Hast das du mehr geholt oder was? Nein. Nein, ich habe wieder einen dazu. Ja, das passt. Okay. Ich will jeder oben einmal. Okay. Das passt. Ja. Ich darf jetzt mal zwei nehmen, weil das ist gut. Und die Quelle ist auch gut. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du nicht geschummelt hast. Nein, nein, die hat sicher nicht geschummelt. Ich schummel zu halten. Und dann so, dass sie es nicht merkt. Genau, richtig. Die hätte schummelt nicht. Nein. Die hebt die dazu, ja, aber schummeln tut es nicht. Genau. Seitdem war er wirklich. Ich mache das ganz schon was gemacht? Nein, ich habe noch nichts, da werde ich noch überlegt. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel, Daniel. Bis zum nächsten Mal.